ganz irgendwas mit dem zu tun hat, was derjenige sieht, derjenige, der es liest, derjenige, der es vernimmt, dass irgendwas mit dem zu tun hat und dass die Bücher, die man macht, dass man die Bilder, die man macht, so macht, dass die Bilder, die man macht, auch sind bei demjenigen, der sie sieht, demjenigen, der sie liest. Und ich glaube, alles, was man gemacht hat, ist den Bedingungen zum Opfer gefallen, unter denen man es gemacht hat. Evet. Aslında siz oraya yorgun geliyorsunuz tabii. Yorgundan kasıt, şunu kastediyorum ben. Ya. Siz aç geliyorsunuz oraya. Yani aç geliyorsunuz, bir heyecan, yani aslında konuşmanın başında, yani az önce söyleyeyim, hem yorgun geliyorsunuz değil mi, hem aç geliyorsunuz diyorum. Yani yorgun geliyorsunuz, bu olaylara yorgun geliyorsunuz siz. İkincisi aç geliyorsunuz, kendiniz belirli bir potansiyel bulmak için geliyorsunuz oraya. Aslında bunu, yani karınla geliyorsun, çoluğun çocuğunla da gelebilirsin. Ve senin orada olman ancak kişi olarak, yani sayı olarak önemliymiş gibi geldi bana. Katılma ancak sayıyla orantılıydı. Bunun dışında pek bir şey hissetmedim yani. Yani Leute, die sagen, zuerst nehmen sie es an und zuerst sagen, solche Fragen gehören nicht dazu, zu dem, was man macht. Das sind davon didaktischen Sachen, die man nicht dazu zu liefern hat. Und dann gibt es Leute, die sagen, ja, warum macht man überhaupt noch was? Warum macht ihr überhaupt noch was? Ihr braucht doch überhaupt nichts machen. Es ist so, dass die Frage von Theorie und Praxis einfach genauso gut mich interessiert im täglichen Leben wie in der Kunst. Und die Kunst ist eigentlich schon das Resultat davon, dass was schief geht, das was nicht im täglichen Leben ist. Und die Produktion von dem, was man Kunst nennt, das dann ganz draußen, das dann ganz weit weg. Das sind dann ganz nur noch Reflexe von den Dingen, von dem, was man dann machen wollen, von dem, was man nicht hätte machen können. Evet. Yani senin o teoriden bahsettiklerin, teori diye bahsettiklerin bana öyle geliyor ki bir takım bildiğin bir şeylerle geliyorsun yani. Yani hazırlanmış olman acaba bu teori değil mi? Yani senin kalkıp yaptı senin gibilerin oraya gelmesi bir teorik bilgiyle oraya geliniyor. Yani bir takım olaylar olmuştur. Bu olaylardan bir şeyler çıkarmışsınızdır siz. Ve bir teori kurmuşsunuzdur. Bu teoriyle geliyorsunuz oraya. Ve başka bir teori görmek istiyorsunuz. Ve oraya gelenlerin içinde bir takım sanatçılar tabii vardı, senin gibi. Bu sanatçılar, sanatçıların teorisi vardı. Fakat heyecan bakımından ötekilerden ayrıydı. Yani siz hazır bir teori bekliyorsunuz her seferinde. Yani Batı'nın bence kalkıp en eksik tarafı şu bu zaten. Yani siz teori bekliyorsunuz. Ortada bir olay oluşurken siz bu oluşan olaya bir teori arıyorsunuz. Yani pasif durumdasınız devamlı. Jetzt
CS habe ich also die Produkte gemacht und dann habe ich versucht, die Produkte immer mehr mit Leuten zusammengearbeitet, Leser, Kritiker, die an sich dafür geeignet waren, zu verstehen, was ich mache. Künstler, alles Leute, die ziemlich nah soziologisch durch ihre Erfahrung, durch ihre Erziehung, durch ihr Milieu, ziemlich nah an dem waren, was ich mache. Dann habe ich gemerkt, dass es trotzdem nicht möglich ist, Sachen zu lesen. Und die Gesellschaft, die haben wir gegründet mit Leuten, die ganz weit weg sind von dem, die von moderner Kunst überhaupt keine Ahnung haben. Die ich auf dem Gebiet auf dem Niveau von Kunst überhaupt nie ansprechen könnte. Und die Leute, die habe ich mehr oder weniger ebenso vorbereitet, wie ich glaube, dass man auch diejenigen Leute, die sehr nah sind an dem, was man versteht, was man macht, was man lebt, vorbereitet, um da so eine Gesellschaft zu machen. Und mit diesen Leuten werden wir irgendwie ein Haus ziehen, nachdem wir das Haus gekauft haben, und werden versuchen, mit ihnen das tägliche Leben zu teilen. Şimdi bu konuşmandan, aslında konuşmanın şeklinden benim tanım duyduklarım falan var tabii yani. Yani sizleri iyi tanıyorum, 6-7 seneden beri. Sizin şekilciliğiniz, hatta yani sadece sanatta değil tabii yani, bak politikada. Bu şekilciliğiniz büyük bir korkudan geri geliyor. Yani ben bu korkunun analizini yapmak istiyordum ben. Sizin korkunuz bir güce karşı, yani belirlenmiş, bilinen bir güce karşı. Ve bu bilinen güç sizin gücünüzü de biliyor. Sizin ne kadar ne yapacağınızı, nereye gidebileceğinizi çok iyi biliyor. Ve üstelik sizin yaptığınız işlerde bütün yaptığınız işlere gidiyor. Harcadığınız güç bu güce çarpıyor. Ve bu çarptığı zaman o gücün, o büyük gücün nerede olduğunu bir kez de onlara ispatlıyor. Aslında bu olumlu bir iş tabii. Olumlu bir iş. Burası için olumlu bir iş. Fakat bu olumlu iş korkuyla yapılan bir iş. Yani bu güçten korktuğunuz için diliniz devamlı bu korkunun felsefesini yapmakla yani yaptığınız iş korkunuza bir dil veriyor, bu güce çarpıyor. Nerede olduğunuzu anlıyorsunuz, onlara nerede olduğunu anlıyorlar ve güçsüzlüğünüzü anlıyorsunuz ve bu güçsüzlüğünüz bir korku veriyor. Bu büyük bir kritiktir yani. Aslında sanatınızda da böyle, politikanızda da böyle. Yani sizin kalkıp yeni doğmuş çocuk gibi bir buluşunuz yok. Devamlı yukarıdan inen bir hareketle hareketin altında eziliyorsunuz. Ve
Buna cevap aramaya uğraşıyorsunuz. Bence buna cevap bulsanız bile, bu cevabınız teori bulacak. Ve bu organik durumlardan çok farklı olacak. Ve bence bir yere gidebilirsiniz etmiyorum yani, kalkıp bu bakımdan. Hani ipuçlarınız çok belli, çok belli. Deineis, am Kaufmann. Seine Frau ist Studentin. Sie haben zwei Kinder. Wir haben ein Kind. Und wir haben sie im Kindergarten kennengelernt. Kindergarten von Saint-Cyr. Wir haben Kindergarten. Und die haben also wirklich wenig mit dem zu tun, was uns bisher hätte beschäftigen können. Und der hat mich auch gefragt, warum willst du das denn mit uns machen? Wir sind 5 Jahre jünger als ihr, als Veronika, eine Frau. Und ja, man sich da überhaupt nichts miteinander zu tun. Und ich habe da auch nicht richtig drauf geantwortet. Ich habe einfach gesagt, dass wir gemeinsam Interesse hätten. Wahrscheinlich wegen der Kinder. Zusammen zu wohnen. Na, es ging mir zuerst so um Erziehungsfragen, solche Sachen. Oder zum Beispiel um Kochen. Und eigentlich haben wir auch keine Möglichkeit, irgendwie Erfahrungen vorher zu machen. Oder irgendwie auszuprobieren. Aber in Wirklichkeit ist ja das, was wir bisher erlebt haben, separat, ist ja an sich eine Erfahrung. Und das, was man Interesse nennen könnte, oder das ist ja die Voraussetzung dafür, dass man irgendwas Gemeinsames machen kann. Das Interesse, das haben wir trotzdem gemeinsam. Und das, was wir gemacht haben bisher, ob ich noch Künstler war, Schriftsteller, ob der Bankkaufmann, ist ja doch das gleiche Interesse. Dass einem irgendwie das Leben, so wie man es führt in der Stadt, nicht genug ist. Und dass das, was man tut, selbst wenn es, wie man sagen könnte, nicht das Dasein von einem Bankkaufmann ist, dass das dazu beiträgt, dass einem unerträglich ist. Aslında bu konuşmanın, yani Paris'te bu konuşmayı Paris'te yapmamız belki bu söylediğimiz meselelere yol açıyor tabii. Fakat tabii bunun analizini yapmak mümkün tabii yani. Kalkıp seni Alman olup 500 kilometrede yaşamam mümkün tabii yani. Aslında benim de kalkıp Türkiye'den buraya gelmem ve Paris'te seninle benim bir masada bir meseleyi tartışmamız bir takım nedenlerden sonra tabii. Yani benim bir Almanla konuşmak istemem onu buraya çağırmam, onun benim konuşmalarımı dinlemesi, bana cevap vermesi, bu bir yerde, yani
acıklı bir şekil alıyor. Evet. Aslında epey formal bir şekil tabii yani. Ve bizim işimiz kalkıp bu formal meseleleri yıkmak tabii. Yani ben bundan daha formal bir mesele düşünememiştim seninle bu konuşma yapmak için. Yani benim amacım buydu yani kalkıp aklımda bu fikri varken şekil belliydi. Yani senin Jochen Gerst ile benim bir masada oturmamız ve Batı'nın yeni modası olan bir videoyla konuşmamız, video karşısında konuşmamız, buna göre şekil. Ve biz bu şeklin içindeyiz. Şimdi bu şekli biz bir yere kırmak istiyoruz. Öyle zannediyorum ki sen ve ben derdimiz olan politika ve sanattan başka bir şekil, bir şekli bunlar kadar iyi bilmiyoruz tabii. Onun için kalkıp bu kurulmuş şekli, yani senin Alman, benim Türk ve video dalgasının içinde parmak koyduğumuz iki şey, yani sanat ve politikayla politikanın dışına çıkmak için biraz uğraşmamız lazım. Yani bunu bir parça deşelim yani. Sieht es so aus. Die Gesellschaft besteht aus 7 Leuten, 4 Erwachsenen und 3 Kindern, die gleiches, auf dem Papier gleiches Stimmrecht haben. Und diese Statuten von der Gesellschaft, die wir gemacht haben, sind Statuten von einer ganz normalen, irgendwie von einem eingetragenen Verein, der keine lukrativen Absichten und Ziele hat und der genauso gut irgendwie sein könnte für Schmetterlinge sammeln oder irgendwie Schrebergärten verhandeln. Wenn es solche irgendwie die Möglichkeit gibt, eine gewisse offizielle Struktur zu unterlaufen. Das ist ein Aspekt, der mir übrigens ziemlich Spaß gemacht hat. Auch in den Statuten stehen Sachen, die normalerweise wahrscheinlich nicht irgendwie in Statuten stehen von solchen Gesellschaften. Und auf eine gewisse Art war für mich natürlich von Anfang an ein gewisses künstlerisches Bedürfnis, ein gewisses Bewusstsein in diese Strukturen reinzugeben, das nicht von vornherein vorauszusetzen ist. Also mich irgendwie mit diesen Strukturen zu frottieren, damit sie zu, auf eine Art, sie zu sabotieren und von vornherein einfach diese Gesellschaft mit den Statuten und den Reglementen, die dann später hinzukommen würden, als eine Art von Kunstwerk, ne? zu deklarieren. Es ist eine Art von Veröffentlichung. Das entspricht wieder natürlich meiner Praxis und meiner Entfremdung, dass ich da von vornherein dran gedacht habe. Ob das gut ist oder schlecht ist, weiß ich nicht, und das wird sich irgendwie ergeben. Ich glaube nur, dass der Widerstand oder beziehungsweise die Unkenntnis oder beziehungsweise das im Moment auf diesem Niveau das nicht existierende Interesse von den anderen Leuten stark genug sein wird, die Sache in einer Art von Gleichgewicht zu halten. Das heißt so, wenn jemand kocht oder zum Kochen Kunstwerke macht, dann ist eben
asynchronisch Gewicht. Wenn jemand kocht,